Ja, hallo und willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Ich habe mir mal mein Pferdchen gerufen, bin ein klein bisschen gereist und nun kurz mein Plan, die ich im Hinterland hier verfolge. Erstmal werde ich gucken, ob wir vielleicht es schaffen, schon die Level 12 Risse zu schließen. Und wenn wir das geschafft haben, oder halt nicht, werde ich dieser Quest von Cassandra hinterhergehen und sie natürlich auch dazu holen. So, aber erstmal bewegen wir uns jetzt zu diesem Riss hier da unten, weil da gibt es nämlich auch noch eine Quest. Und deswegen interessiert mich dieser Riss nämlich ganz enorm. Von daher reiten wir erstmal in diese Richtung. Ich hoffe auch, dass wir das ein oder andere später noch entdecken können. Sollte das mit dem Level 12 Rissen funktionieren, und das ist auch ziemlich locker, werden wir mal gucken, ob wir uns vielleicht den Drachen antun werden. Aber erstmal natürlich Pflicht hier, die Gegner zu schaffen, und das sieht bisher ja gar nicht mal so schlecht aus. Eieiei, einiges an Schaden, was hier reinkommt von überall. Aber den holen wir uns gerade mal, bevor unser Heiler angegriffen wird. So, jetzt kümmern wir uns weiter um den hier. Also der Schaden, der reinkommt, ist schon enorm. Also ich glaube, für den Drachen wird es nicht reichen. Ja, da muss ich mich auch noch gewöhnen, das habe ich jetzt total vergessen. So, der wäre erledigt. Na, Rick hoch und jetzt um den Riss mal kümmern, vielleicht hilft's was. Mächtig Schaden ausgeteilt. Dadurch, dass wir den Riss angegriffen haben. Einmal kurz hier hin, der soll mal kurz einen Heiltrank schlürfen. Und dann geht's weiter, Intex. Ich muss jetzt mal eben kurz schauen. Ja, hier unten haben wir zwei große. Die greifen unseren Heiler an, das ist nicht gut. So, einen haben wir. Oh, und da haben wir richtig Schaden abbekommen. Jetzt müssen wir natürlich schauen. Ich werde mit Blackwater runtergehen, schau mal, ob ich den guten Eric wiederbeleben kann. Ich schaffe es, und jetzt mal eben kurz Pause, damit ich in aller Ruhe den Heiltrank nehmen kann. Und dann geht's weiter. So, der erste Gegner hier, der ist gleich erledigt. Also das ist wirklich sehr anspruchsvoll gerade so, diese Reihenfolge hier. Also ich weiß nicht, ob wir den anderen Riss auch angehen sollen. Und da ist Solus draufgegangen. Jetzt macht er sich noch ein Schild, was ich jetzt nicht so toll finde. So, ich glaube, das waren sie alle. Kümmern wir uns um den Riss. Scheint es da nicht gewesen zu sein. Wo ist er denn hier, der Letzte? Da hinten. Wir haben zwei Tote zu verzeichnen. Ich versuche, die mal eben ganz schnell zu erwecken, bevor auch der letzte tot ist. So, Jungs, macht mal Schaden hier. Also der Schaden, den die austeilen, vor allem der hier, der ist wirklich enorm. So, jetzt haben wir auch unseren letzten wieder hier.
So, ich hoffe, das war's jetzt langsam mal. Auch der ist tot und damit können wir endgültig diesen Riss schließen. Also, um es noch festzuhalten, ich werde das nicht nochmal machen. Nicht nochmal so ein Riss hier. Das ist ja meine Güte. Also damit sind wir auf jeden Fall extrem im Nachteil gegenüber den Gegnern. Wir schaffen zwar, wie man sieht, aber nur mit viel, viel Übung. Aber wie kommen wir denn jetzt? Herrschaftszeiten, wo ist denn hier? Ist man hier oben? Ah, hier ist ein Durchgang. Okay, ich denke gerade, das kann nicht wahr sein. Und zwar bei einer Leiche gefundener Brief. Wenn ihr dies findet, hat die Blutung nicht aufgehört. Meine Familie lebt auf den Höfen von Redcliffe. Der Erbauer segne euch, wenn ihr meine letzten Worte zu ihnen bringen könntet. Ich bin nicht fortgelaufen, habe sie nicht im Stich gelassen. Ich dachte, ich könnte helfen. Ich, dummer Narr, jetzt hängen mir die Gedärme raus. Ein Brief in zittriger Handschrift zusammen mit einem Stempel der Karte den Höfen von Redcliffe. Ja, haben wir noch eine kleine Quest mitgenommen, dann gehen wir hier drüben das eben noch plündern. Also haben wir das schon? Ne, das haben wir schon. Nehmen wir das ganze Onyx-Zeug hier mal mit, da haben wir nämlich gerade reichlich davon. So. Verkehrt kann das nicht sein. Und dann können wir diesen Bereich verlassen. Gehen wir ganz kurz auf die Questkarte wieder ein. Und ja, da wäre noch ein Riss, aber den kümmere ich mich wirklich erst später dann, wenn ich so Level 12 bin, diese Nähe. Dann müssten wir einmal kurz zu den Höfen und von den Höfen aus. Ja gut, dann reisen wir eben ganz kurz hier hin zurück, nehmen Cassandra mit. Einmal kurz die Gruppe neu formieren. Wir lassen dann Blackwall hier. Wir nehmen. Ja, wir nehmen mit. Wo ist sie? Cassandra. Wir nehmen ihn mit, Cole und Solus. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Hm. So, Cassandra können wir eben ganz kurz aufleveln. Das machen wir mal ganz fix. Ne, das ist Eric, das ist Solus, das ist Cole, das ist Cassandra. Hat die was dazu bekommen? Nein, die hat nichts dazu bekommen. Wundert mich gerade ein bisschen, aber okay. Die gehen wir mal weiter hier drauf. Die kann auch das letzte hier unten mal lernen. Leibwächter, du steckst Treffer ein. Die eigentlich den Verbündeten zugesandt gewesen wären. So. Haben wir die Truhe schon geplündert? Nein, eine Truhe, die sich hier oben versteckt. Nehmen wir doch glatt mit. Und dann müssen wir, glaube ich, hier vorne hin. Nicht, dass wir uns jetzt verlaufen. Das wäre natürlich ziemlich dämlich. Da müssen wir hin. Welcher ist es? Besiege Sir Rebegenger Thorn in den Ferellischen Hinterlanden. Ich bin mal gespannt, wie schwer der wird. Braucht ihr etwas? Keine Ahnung. Was ist denn das? Eigenartig. So, hier soll der sein. Da sehe ich auch so eine Art kleines Lager jetzt. Das gab es vorher so nicht. Ein abtrünniger Templer. Dann erledigen wir ihn nochmal. Einmal erledigt. Das ging aber relativ fix. Es ist vorbei. Oh. Danke, dass ihr uns hierher gebracht habt. Kein Thema, Cassandra. Aber das ging doch schneller, als ich erwartet hätte. Und ich muss mich echt dran gewöhnen, dass die andere Fertigkeit jetzt auf der anderen Seite ist. Ah, die Bären sind überhaupt kein Problem mehr. Bisschen Lammwolle mitnehmen. Hier können wir auch noch was plündern. Und jetzt reisen wir mal eben kurz per Schnellreise in die Höfe. Nachdem ich das mal kurz angeguckt habe. Himmel, was ist denn hier passiert? Was hat der denn alles gemacht? Hat der noch irgendwas hier hinterlassen? Ne, sieht nicht so aus. Ist einfach nur ein Lager. Gut. Damit zurück auf die Questkarte. Dann gehen wir eben kurz zu den Höfen noch fix. Geben die Quest ab.
Und wenn wir das gemacht haben, ja, dann muss ich mich entscheiden, wo wir hinreisen. Das ist echt nicht leicht teilweise. Danke nochmal. Nee, ist es gar nicht. Entschuldigung. Hier muss ich hin. Brief platzieren. Gut, die Quest wäre auch erledigt. Und damit haben wir eigentlich soweit alles hier erledigt, was in unseren Möglichkeiten liegt. Den ganzen anderen Rest müssen wir dann schauen, wenn wir noch ein paar Level gemacht haben. Als nächstes schaue ich doch mal hier vorbei. In dem Gebiet soll es ja auch was geben. Vielleicht ist der in unseren Level passend. Einmal vorbeischauen und gucken. Ich hoffe es mal, wenn nicht, dann müssen wir uns halt ganz woanders aufhalten. Fände ich jetzt nicht so toll. Aber so, da sind wir jetzt zwischen zwei Fronten im Krieg. Bin mal gespannt, was man da so tun kann. Einmal die Olesianische Armee und auf der anderen Seite die Kaiserlichen. Ich frage mich zwar, warum die sich gegenseitig bekriegen, wenn man weiß, dass es doch eine ganz andere Gefahr vorherrscht, die es hier gibt in der ganzen Umgebung. Aber okay. Vielleicht können wir dem Ganzen ja schnell entgegenwirken. Willkommen auf der erhabenen Ebene, einem Ort mit einer langen und blutigen Geschichte. Die Region ist bis heute ein Pulverfass. Auch hier hat der Bürgerkrieg gewütet. Heute streifen Rebellen durch das Land, die Freikämpfer der Dells. Sie haben sich erst kürzlich formiert und nutzen das Chaos aus. Ich kann auch mit der? Also einfach nur des Spaßes halber, das würde ich gerne mal... Jetzt habe ich die Cassandra dabei. Na gut, dann nicht. lassen wir das erstmal. Blutige Geschichte? Welche Geschichte meint ihr? Nach dem Fall von Halam Shiral trafen die Überreste der Elfenarmee hier auf die Truppen des erhabenen Marschs. Als sie die Möglichkeit hatten, ihre Waffen niederzulegen und sich zu ergeben, weigerten sie sich. Ah, ich glaube, das ist nicht so toll. Ja, sonst noch was? Was könnt ihr mir sonst noch sagen? Unsere Späher haben Delish-Elfen ausgemacht. Irgendwo auf der Ebene muss ein Clan von ihnen sein Lager aufgeschlagen haben. Delish-Elfen, ja, da bin ich immer gespannt. Gut. Ja, es ist zwar sehr reizvoll, das da oben zu wählen, aber... Danke. Wegen der Risse und der Untoten haben die Olesianer an Boden verloren. Die meisten von ihnen wurden zu ihren Forst zurückgedrängt. Wir müssen die Region stabilisieren, damit die kaiserliche Armee hier wieder Fuß fassen kann. Viel Glück, euer Gnaden. Ihr werdet es brauchen. Ach, ich brauche kein Glück. Ich mach das schon. Zumindest hoffe ich es einfach mal. So. Erstmal kurz wieder... Hey, ich will die Gruppe anpassen und zwar, wir probieren es mit Cole als Nahkämpfer, mit Sarah als Fernkämpferin und Solus als Magier. So halten sind wir die einzigen, die viel aushalten, aber der Schaden dürfte ganz nett sein. So, als nächstes, was haben wir hier? Requirungen, da haben wir schon lange nicht mehr geschaut, was haben wir da? Antivenin können wir. Spinnenbisse sind zu einem ernsthaften Problem für unsere Späher geworden. Die Heiler der Inquisition bitten um Mittel, um unsere Vorräte an Antivenin aufzustocken zu können. Ja, machen wir das doch mal. Gegenstand herstellen. Das wäre erledigt. Hier können wir was nehmen. Ich weiß jetzt nicht, was wir da aufgenommen haben, aber wir konnten es halt nehmen. Dann haben wir hier vorne eine Quest. Inquisitor, ich habe Informationen für euch. Ja. Setzt mich ins Bild. Das solltet ihr euch selbst ansehen. Da brauchen wir Hallerleder. Okay. Kann ich jetzt irgendwas abgeben hier? Nee. Ich weiß jetzt nicht, was ich da gerade aufgenommen habe. Hoppala. Schon sehr eigenartig. Ja, und diese Aufträge, die wir hier bekommen dafür, die hätten wir vielleicht anders lösen können, dass man wenigstens mal kurz darauf eingeht. Aber gut, und jetzt schauen wir mal, welchen Level denn die Gegner hier in der Umgebung haben.
Wir wollen ja nicht. Level 10. Ja, das ist halbwegs machbar für uns. Das ist unser Level, so Pi mal Daumen. Darum werden wir uns kümmern. Aber jetzt gehe ich erstmal auf die Questkarte. Wie schaut es denn hier aus? Wir haben etliche Sachen zum Einnehmen. Und Himmel, wie weit ist denn das weg? Okay, das ist ein ganzes Stückchen Weg, bis wir dort oben sind. Aber wir kümmern uns erstmal hier drum. Hier unten hätten wir noch zwei Risse, aber die kümmern wir jetzt ebenfalls später. Vorher nehmen wir mal die Sehenswürdigkeiten ein. Das sieht hier auch sehr interessant aus, muss ich sagen. Ein Herr mit einer flammenden Schale. Hüter des Weges. Auf der Tafel an der Statue steht, möge die ewige Flamme eure Seele reinigen. Ja. Da drüben ist noch einer. Oh. Die Gegner wären damit auch schon da. Aber wie man sieht, der Schaden ist mehr als ausreichend. Und damit geht es dann wirklich gut vorwärts. Wir fressen zwar hier und da auch ein bisschen Schaden, aber... Und noch einmal. Und damit sind sie alle tot. Ich wüsste zu gerne, warum. Das werden wir noch früh genug erfahren. Guardians Brief. Nachricht der Freikämpfer. Die Inquisition ist da. Sie werden die Dales einnehmen und behaupten, das sei das Recht des Herolds Andrastes. Dieses Recht existiert nicht. Das Land sollte euch gehören. Wir dürfen nicht erlauben, dass die Inquisition hier Fuß fasst. Als wahre Verteidiger von Olle wisst ihr, was zu tun ist. Gut, die kranken Leute von Olle mal wieder. Ein Jägerharnisch gibt's hier. Und dann kümmern wir uns um die nächste Sehenswürdigkeit. Hüter des Weges. Auf der Tafel der Statue steht, möge das Licht Andrastes euren Geist erfüllen. Gut. Und dann müsste hier noch was sein. Da ist es. Denkmäler für den zweiten erhabenen Marsch. Der Pfad der Flammen. Erinnert euch, als Andrastes Streiter erstmals ihren Fuß auf die erhabene Ebene setzten, sie bei den Elfen, die war Dirthaveren hieß. Halam Shirals finsteres Herz wurde erobert, aber eine letzte Herausforderung sprachen die Elfen noch aus. Sie sich dem Erbauer nicht beugen wollten. Sie versammelten sich auf der Ebene unseres Streiters, stellten sich ihnen in Andrastes Licht auf dem Pfad der Flammen. Marschierten Lord Demetris Aaron, Schwester Amity und Sir Brandis vom Lax Celestine genannt der Silberhelm. Also hier scheint ein Krieg stattgefunden zu haben. Hier sind Zeichnungen an der Mauer. Wir gehen mal weiter in Richtung... Oh, was haben wir denn hier? Flechtrebe. Okay. Ui, das sieht hier alles sehr interessant aus. Niedergebrannt. Da oben links geht es auch noch wohin. Aber erstmal kümmern wir uns um die nächsten Gegner hier. Ein paar Dämonen schleichen sich hier entlang. Auch die werden vernichtet. Hier sind ein paar Speer von uns. Vielleicht ein Ausfalldolch. Ja, der ist schwächer als den, den er eh schon anhat. Und hier vorne. Was zum Geier ist denn das? Sieht aus wie elfische Geschütze. Kümmern wir uns doch mal hier eben drum. Um die Untoten, glaube ich, sind. Hey!
Keine Sorge, wir sind da, alles gut. Wie kann jemand diese Dinge aufhalten? Was geht hier Was vor? Was ist hier passiert? Wir wollten die Welle von den Toten zurückerobern. Sie erheben sich hier irgendwo. Irgendwo zwischen diesen Gräben. Alles begann, als diese Freikämpfer auftauchten. Seltsame Lichter. Wie blaues Feuer. Das muss Magie sein. Aber die Freikämpfer sind nur Deserteure der Armee. Wie hätten sie das machen sollen? Und wozu? Nachforschen. Wer seid ihr überhaupt? Zur kaiserlichen Armee? Ja, euer Gnaden. Ich kämpfe für Großherzog Gaspard de Chalon, den rechtmäßigen Kaiser von Orléans. Ist der Krieg nicht vorbei? In Halam-Shiral wurde doch die Einstellung aller Feindseligkeiten vereinbart, oder nicht? Wir kämpfen nicht mehr gegeneinander, sondern gegen die Dämonen, die Toten. Als wir uns gegenseitig bekämpften, war vieles einfacher. Menschen kann man besiegen. Ich sollte jetzt gehen. Gut, die Friedensgespräche scheinen zu funktioniert zu haben, aber die vielen Untoten scheinen auf einmal woher gekommen zu sein. Ich gehe mal kurz auf die Questkarte. Okay, hier müssen wir einiges in Brand stecken. Hier vorne hätten wir eine Quest. Gehen wir erstmal da vorne dem nach. Also sind das nicht elfische, sondern sehr wahrscheinlich olesianische Schleudern. Ferellische Breitaxt. Nicht runter. Verdammt. Wo wollte ich jetzt eigentlich nicht hin? Ja, das scheint hier alles sehr extrem zugesetzt worden zu sein. Und hier haben wir die nächsten Untoten, um die kümmern wir uns auch sofort. Und da unten haben wir so einen größeren Gegner. Was hat der denn hier zu suchen? Und dann werden wir mal unsere Spezialfertigkeit einsetzen gegen den. Ich ziehe mich zurück. Und da kommen schon die nächsten Gegner. Und das war ein super Angriff. Immer kurz einen Halt reinschlucken und dann geht's weiter hier. Ah, es sind mächtig viele Gegner, mit denen wir es zu tun haben. Wo sind jetzt schon wieder hin? Ist er da? Ah, ich komme nicht durch gerade. Jetzt ist er schon wieder weg. Ist er ganz da hinten? Ja, den Schaden, den wir fressen, ist gerade ein bisschen sehr viel. Boah. Also dieses Wegbeamen ist manchmal echt extrem nervig. Fort mit dir. Und da ist er tot. Was hat er denn wegen? Hat er wenigstens was Anständiges da gelesen? Seidenbrokat. Klingt sehr interessant. Herz des Arkanen Schreckens. Nehmen wir mal alles mit. Hier haben wir noch was zum Plündern. Hundsleder. Da ist noch was zum Plündern. Schwere ferellische Rüstung und Ringsamt. Und dort kommen die Toten also her. Brauchen wir wohl Feuer, wenn ich das richtig sehe. Ist natürlich gerade doof. Weil wir haben keinen, der Feuer dabei hat. Das ist wirklich doof. Da hätten sich schon die nächsten Untoten wieder. Das ist eigentlich jetzt... Boah, wie viel sind denn das? Okay, wir brauchen also einen Charakter mit Feuer. Ich werde mal eben kurz gucken, was der andere Gegner, den wir da haben... noch mit sich. Wiedersehen. Oder was beim anderen Tor jetzt so ist. Ich gehe da mal gerade hin. Ich hoffe mal, dass
Ja, nicht noch so ein extrem großer. Doch, natürlich ist da einer. Der ist schön gewesen. So, weiter geht's. Oh, der Schaden, der hier reinkommt, ist wirklich enorm. Von diesem Gegner hier. Und hier brauchen wir den Eis. Das war mir doch klar. Ah, verdammt. Einmal kurz hier rüber. Und das schlucken wir jetzt hin. Einmal einen Heiltrank nehmen. Solos hat es erwischt, sehe ich gerade. Das ist jetzt nicht so gut. Den beleben wir mal ganz fix wieder. Boah, der geht mir auf den Keks. Einmal kurz in die Pause. Wir werden Solus ganz kurz einen Heiltrank verpassen. Und damit zurück zu uns und weiter geht's. Und jetzt schon wieder hin. Ja, war ja klar, jetzt ist er da oben, da wo wir nicht hinkommen. Also das ist jetzt gerade ein bisschen doof gemacht. Ey. Ich wollte springen, hallo. Ja, das ist jetzt echt kacke. Einmal kurz in die Pause, eben mal kurz auf die gute Dame gehen. Bringt leider gerade nichts. So, wir haben jetzt Gott sei Dank einen Gegner da oben dran. Ist er tot? Er ist tot. Ja, super. Jetzt schaffe ich das hier hochzukommen. Dann plündern wir das mal eben fix hier. Hallo, ich will plündern. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen Embryum. Das nehmen wir mit. So. Und dann kümmern wir uns eben mit Solus. Ah, okay. Um das gute Zeug. Damit da das Schild weggeht. So, reck mal wieder ein bisschen. Dauert das ja nicht, dieses Schild, was zerstört ist. So. Dann gehen wir auf unseren Helden und verbrennen das hier mal. Vielleicht gibt es noch mehr solche. Wir müssen sie finden. Gut, das wäre geschafft. Und damit mache ich ein Folgenpäuschen. Und ich werde mir dann mal eben kurz Vivienne oder Dorian holen. Das werden wir dann sehen. Einer auf jeden Fall der beiden, der Feuerschaden machen kann. Und bis dahin sage ich, bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.